25 und Öl kostet 37. Ich denke 150. Ja, ich denke, wir werden dann hier dann für Erz bauen. Denn wo war das Erz gleich nochmal? Das war hier drin. Dann werden wir dann hier das Erz hier abbauen. Das Roherz, Metall haben wir ja hier, glaube ich, nicht wirklich viel. Gut. Gut. Wie schaut es denn hier aus? Hier passt alles. Also es sind schon richtig schöne große Häuser da. Wobei wir könnten hier auch mal die Dichte erhöhen. So. So. Gut, und dann die da auch mal ein bisschen erhöhen. Gut. Und die da vielleicht auch und die auch und die auch. Und die dann vielleicht auch. Genau. Okay, dann können wir gleich alle erhöhen. Gut. Wie schaut es denn jetzt mit der Dichte aus? Die steigt. Ist eh schon obere Einkommensschicht. Gut, wie schaut es mit der Nachfrage aus? Wir brauchen einfach mittlere Einkommen. Untere Einkommensschicht. Achso, hier ist nicht zugewiesen, deswegen. So, dann werden wir jetzt hier einfach mal. So. So und so, auch wenn es ein bisschen schief ist. So, Gewerbe ist fast nicht, gell? Okay, dann lassen wir das mal. So. Gut. Und dann hier, wie gesagt, dann das Erz. Und wir können das eigentlich schon gleich bauen. Jetzt müssen wir hier nur aufpassen, weil hier das Ding steht. Wie schaut es denn mit der Müllabfuhr aus? Müllprobleme haben wir denn überhaupt? Ne, wir haben noch gar keine, gell? Okay, dann bauen wir die am besten dahin. Und ja, stehen gleich nochmal. So, ein paar Müll. Ne, Verbrennung brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht können wir noch ein Feld hinbauen. So. Geschlossen. Wir stellen Leute ein. So, demonstrieren da noch schon welche. Boah, da geht's aber zu. Die Leute protestieren aufgrund zu viele Keime. Wir haben doch ein Krankenhaus, oder? Wie schaut es denn aus? Die Luftverschmutzung hält sich eigentlich noch in Grenzen. Die Bodenverschmutzung eigentlich auch. Und die Keime? Ja, wegen Müll. Ist klar, ist klar. Ist klar. So. Luftverschmutzung im Vormarsch. Ja, das ist aber schon richtig nice hier. Ist schon richtig nice, die Häuser. So, ich denke, wir werden jetzt dann hier mal die Schulen hinbauen. Da so. Bildung ist wichtig und ich denke, wir fangen mit einer Grundschule an, auch wenn sie teuer ist. Bauen wir sie dahin. So, und dann bauen wir gleich mal ein Schild hin. Ein Schild ist immer wichtig. Eine Fahne und ja, wie viele Busse? 3. Und dann natürlich so, natürlich hier auch in unserem in der niedrigen Einkommensschicht auch so.
Ja, also hier ist schon verdammt viel los, fällt mir gerade auf hier so. Wenn man es mal ein bisschen langsam macht, hier ist schon verdammt viel los. So. Gut. Ja, es entsteht schon langsam. Und ich mache jetzt ein paar Screenshots für eben für die Thumbnails. So, und ich denke, wir machen jetzt hier dann. Genau, hier würde ich dann jetzt halt demnächst, muss ich mal schauen, bei Erz. Ja, hier. Würde ich hier mal so eine kleine. Straße reinmachen. Naja, nicht wirklich da, sondern eher da so. Und dann jetzt schauen wir bei den Spezialisierungen auf Erz, ob das da so Platz hat. Na, da steht jetzt das Dings im Weg. Und wenn ich es anders mache, jetzt schauen wir mal. Die Straße noch mal abreißen und dann die Straße ein bisschen anders verlege. So entlang. Ob das dann geht. Ja. Komm, bauen wir jetzt einfach mal da so hin. Gut. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir hier dann noch so umbauen können. Das sind so Lieferwägen. Sie wissen gar nicht mehr, wohin. Vor lauter Erz dann besorgen Sie sich einen weiteren Erztransporter, um das Material schnell zu den Handelsdepots umschlagplätzen und Industrieanlagen zu befördern. Ja, würde ich gern machen. Aber ich denke, ein Schild ist jetzt auf. Also ist mal wichtiger, nur ich kann kein Schild hinmachen. Okay. Glück auf. Erhöhen Sie die Abbaurate. Würde ich auch gerne machen, würde ich sogar gerne hier hin tun. Oder hier? Ja, hier. Was kostet das Ding? 16.000. Ich glaube, jetzt bauen wir erstmal einen weiteren Dingsen. Ja, dann würde ich hier dann die Handelszentrale hinmachen. Die kostet allerdings 10.000. Hat die da überhaupt Platz? Ne, die müssen wir dann dahin machen. Hilft nichts. Die kommt dann dahin. Warum haben wir denn zurzeit die höchsten Ausgaben? Halten sich eigentlich noch in Grenzen. So, der will was erzählen. Wir können die Rohertzgewinnung sowie die Lieferzeit verbessern, indem wir uns jetzt unser Erz bearbeiten. Hier, schauen wir uns die bearbeiten. Ja, wollte ich eigentlich machen. Nur da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen beschleunigen. Kann man das irgendwo hinstellen? Ach, schade. Würde ich gerne machen. Das würde ich dann hier so hinbauen. Müsste man vielleicht das Windrad abbauen und dann in die Richtung bauen, wäre vielleicht besser. Müsste ich mir vielleicht da mal anschauen. So, jetzt müssen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Dann können wir uns das gleich wieder leisten. Ein weiteres. Ach, da müssen wir noch eine Stunde warten. Aber jetzt können wir es uns dann gleich leisten. Also, jetzt. Gut. Wie viel sind es dort? 108. Ja, setzen wir es da hin. Ganz klar. Könnten wir jetzt da rein theoretisch noch eins hin machen? Nicht, gell? Weil sich das damit überlagert. Das heißt, das bearbeiten wir jetzt mal schnell. Wie geht das denn?
Könnten wir den Weg rein theoretisch so weitermachen? Schauen wir mal, weil dann könnten wir doch rein theoretisch da eins hinsetzen. Also wenn wir Geld hätten, da eins hinsetzen. Also, da eins hinsetzen. Ja, ich muss jetzt eins hinsetzen, bevor ich das andere abreiße. Das ist natürlich logisch. So, ist jetzt der Fall. Und dann könnte man doch rein theoretisch das abreißen. Okay, das ändert aber nichts am Platz. Habe ich das Gefühl. Okay, das heißt, ich müsste das Ganze einfach abreißen. Ja, das ist aber nicht gut. Okay, dann Pech gehabt. Dann haben wir leider Pech gehabt. Naja, kann man jetzt auch nichts ändern. Dann können wir nur so viel machen. Das nächste, was wir bauen, ist eine Handelszentrale, würde ich sagen. Gut. Und mal wieder ein Screenshot. So. Gut, da vorne wollte irgendwie was sagen. Die Verbrecher über, ja, eine Feuerwehr ist, eine Polizei ist brutal teuer. Deswegen werden wir jetzt erstmal das Handelsdepot bauen. Ist wichtiger, ist wichtiger. So, und zwar für jetzt. Pack mal dahin.